Ja, liebe Erlangerinnen und Erlanger, auch an diesem Wochenende ist in Erlangen wieder so einiges los. Sehen Sie ja auch. Auf eins möchte ich Sie ganz besonders hinweisen. Am Sonntag ist der Tag des offenen Denkmals. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Gebäude, die man schon lange kennt, nochmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Viele Führungen. Besonders interessant finde ich eine über die Geschichte der Stadtmauer. Einfach mal vorbeikommen und mitmachen. Oder Sie haben auch die Chance, einen alten Erlanger Luftschutzkeller zu besichtigen. Also wirklich ein buntes Programm. Würde mich freuen, den einen oder anderen dort auch zu treffen. Am Dienstag dann zwei wichtige Termine. Erstmal am Abend einer, der Zweckverband Stadt-Umlandbahn lädt ein. In Büchenbach geht es um die Frage, soll die Stadt-Umlandbahn durch das dort neu entstehende Baugebiet mitten durchfahren oder am Adenauerring entlang? Findet ein Lokalforum statt. Sie sind alle eingeladen, mitzudiskutieren, hinzukommen. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr direkt draußen vor Ort. Kreuzung Adenauerring, Häuslinger Straße. Und am Dienstag steht natürlich für ganz viele ein sehr wichtiges Ereignis an. Schulbeginn ist wieder. Manche werden sagen, boah, wieso denn so wichtig? Aber wenn wir mal zurückdenken, wenn man das erste Mal in die Schule kommt, also alle Erstklässlerinnen und Erstklässler, die freuen sich schon seit Wochen, seit Monaten auf diesen Tag. Und da wünsche ich einen richtig guten Start in diesen neuen Lebensabschnitt für die Kinder, aber auch für die Eltern, für die das ja auch häufig ganz was Neues ist. In dem Sinne, machen Sie es gut.